Der 27. Dezember 2014 wird den Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Scharrel wohl unvergessen bleiben. Am Sonnabend trafen sich die Kameraden an der provisorischen Feuerwache, um gemeinsam alle Fahrzeuge sowie die Einsatzkleidung zum neuen Feuerwehrhaus zum Raiffeisendamm 20 zu bringen. Genau 448 Tage nach dem schweren Großbrand, bei dem die Feuerwache mit fast allen Fahrzeugen komplett abgebrannt war. Jetzt wurde das komplett neu errichtete Feuerwehrhaus eingerichtet. Auch die Kameraden der Feuerwehr Ramsloh ließen es sich nicht nehmen und überraschten die Feuerwehr Scharrel mit einem Spalier aus Fahrzeugen und Kameraden.